Willkommen, hier eine weitere Ausgabe von Warm Up. Wir haben uns nach der parlamentarischen Sommerpause mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Andreas Rimkus zum Gespräch getroffen. Andreas Rimkus ist außerdem Wasserstoffbeauftragter seiner Partei und von ihm wollten wir wissen, wo steht Deutschland aktuell in Sachen Wasserstoff und vor allem, wann werden wir Wasserstoff im Wärmesektor sehen? An dem Gespräch nahm außerdem Bertrand Schmidt, der CEO der BDR Termea Group, teil und Dr. Norbert Azuma-Dieke, Leiter Politik und Strategie im BDH. Andreas Rimkus, Wasserstoffbeauftragter der SPD-Bundestagsfraktion. Herr Rimkus, im Koalitionsvertrag ist ja vereinbart, dass Deutschland zum Leitmarkt für Wasserstoff ausgebaut werden soll. Frage, wo stehen wir da aktuell? Sind wir auf dem richtigen Weg oder laufen wir möglicherweise auch Gefahr, eine weitere Technologie zum Beispiel an China zu verlieren? Die Gefahr besteht immer, weil es einfach klar ist, dass andere Nationen nicht schlafen. Deswegen müssen wir aufgewacht sein. Was wir jetzt in diesen Tagen benötigen, ist Geschwindigkeit, Zuversicht, den Mut zur Transformation, das echte Einstehen. Sicherheit durch den Wandel zu geben, ist, glaube ich, das Entscheidende. Menschen wissen das, vertrauen darauf, dass sie mit dem, was sie haben, gut zurechtkommen können. Ich sage, ja, die Chance besteht, dass wir das, was wir Leitmarkt nennen, auch tatsächlich hinbekommen. Noch sind wir technologieführend. Was genau tut denn die SPD-Bundestagsfraktion, damit eben Deutschland zum Leitmarkt für Wasserstoff wird? Also sie hat einen Wasserstoffbeauftragten, der in seiner Person all die ganzen Dinge vereinigt, technologieoffen vorzugehen, in allen Sektoren etwas zu machen, von der Erzeugung über den Transport, der Speicherung, der Verteilung und der Nutzung in allen Wertschöpfungsstufen. Das ist nicht nur irgendeine Schulterklappe mit dem Pickel drauf, sondern wir zeigen ganz deutlich, dass wir wissen, dass nur das Zusammenspiel zwischen Elektronen und Molekülen am Ende auch tatsächlich gut funktioniert. Herr Rimkus, die nationale Wasserstoffstrategie soll ja noch in diesem Jahr grundlegend überarbeitet werden. In diesem Zusammenhang die Frage, wann und unter welchen Bedingungen werden wir den Wasserstoff vor allem auch im Gebäudesektor bei der Heizung sehen? Ja, wir werden Wasserstoff in allen Sektoren sehen, ausdrücklich auch in der Wärme, neben der Mobilität, aber auch in Gewerbeindustrie. Wir werden den Wasserstoff vermutlich bis zur Mitte des nächsten Jahrzehnts zu einem Drittel der Primärenergie tatsächlich sehen, weil der Wasserstoff ist so universell, das passt. Stefan Kaufmann im Übrigen ist ja nicht mehr Wasserstoffbeauftragter des Bundesministeriums für Forschung und Bildung. Das ist jetzt der Kollege Mansfeld, der das aber auch ähnlich sehen würde, so wie ich. Insofern sind sowohl der Wasserstoffbeauftragte des Bildungs- und Forschungsministeriums, aber auch der Wasserstoffbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion an der Stelle sehr technologieoffen unterwegs. Von der aktuellen Bundesregierung hört man ja derzeit unterschiedliche Aussagen in puncto Wasserstoff. So fand unlängst der Wärmepumpengipfel statt und gleich im Nachgang negierte Robert Habeck, dass wir Wasserstoff im Wärmesektor sehen werden. Zugleich, einen Satz später, sagte Frau Geiwitz, dass wir die Wärmewende technologieoffen vorantreiben müssen. Wie passt das zusammen? Und nochmal die Frage, welche Chance hat Wasserstoff im Wärmesektor? Es gilt das, was die Regierung sagt, nämlich die Uneinheitlichkeit ist da. Das ist natürlich, weil das ist ein neuer Energieträger, eine neue Form des Energiespeicherns und des Energieverteilens in verschiedene Bereiche hinein. Da ringt man drum. Aber ich freue mich darüber, dass Frau Geiwitz das so erklärt hat, weil ausdrücklich, ich bin ja auch Mietenschützer, darf ich sagen, das ist ein richtiger Pfad. Wir brauchen die Moleküle, die grünen Moleküle im Gasnetz für die Wärme. Aber wir könnten auch reden über das, was auch noch wichtig ist, knapp 2 Millionen Gewerbekunden, die ebenfalls darauf angewiesen sind, dass sie grüne Moleküle tatsächlich vorfinden, um auch grüne Produkte zu machen. Ansonsten würden wir vor lauter Angst vor Lock-in-Effekten, Carbon Leakage sehend in Kauf nehmen. Also die Angst, dass wir etwas nicht 100% richtig machen, würde dann dazu führen, dass wir Arbeitsplätze und Wertschöpfung verlieren. Ich gehöre nicht zu den Zauderern, sondern ich bin auf der Seite von Frau Geiwitz. Wirtschaftsminister Habeck hat ja mit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine immer wieder betont, wie wichtig es ist, Substitute für russisches Gas zu organisieren. Er hat sich auch sehr stark um LNG-Mengen bemüht. Frage in diesem Zusammenhang, wäre es jetzt nicht sozusagen sinnvoller, sich um den Aufwuchs der Wasserstoffwirtschaft zu kümmern, übrigens auch um Biomethanmengen, um eben russisches Gas zu substituieren? Ja, absolut. Und das hat die Koalition ja auch gezeigt, also die Regierung, in dem gesagt wurde, das sind jetzt kritische Infrastrukturen und es gibt einen Vorrang für Wasserstoff die nächsten 5 Jahre. Das sind europäische Fragen, die damit einhergehen.
Wir sind gerade dabei, die RED-2-Bedingungen und den Delegierten Rechtsakt auf die deutsche Situation zu übersetzen und anzupassen. Insofern geht auch von hier ein Appell aus an die Kollegin Lemke aus dem Umweltministerium. Seien Sie mutig und lassen Sie jetzt mal anfangen, dass die 37. BÜMSCH endlich mal umgesetzt wird. Wir können das machen. Deutschland braucht nicht warten auf Europa. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Wir könnten mit diesem Statement, die 37. BÜMSCH jetzt endlich umzusetzen, auch dafür sorgen, dass die deutsche Stimme sich dann auch in Brüssel erhebt, weil auf die wird oftmals gewartet. Mit Blick auf die ja aktuell sehr stark steigenden Energiekosten, könnte Wasserstoff nicht auch ein Lösungspfad sein, um den Betreibern von 15 Millionen Gasheizungen einen Ausweg aus der Kostenfalle aufzuzeigen? Ich nehme da mein Häuschen in Düsseldorf, Genossenschaftshäuschen, eigentlich ist es ein reiner Turm, wenig breit, wenig tief, umso höher, viel Barrieren. Wenn ich jetzt daran denke, dass das 65%-Ziel, was wir verabredet haben, erfüllbar wird darüber, dass das Stadtwerk, was mir das Gas liefert, finanziell heute schon 30% Biomethan liefert, möglicherweise demnächst auch tatsächlich mal echtes Biomethan, da müssten wir ja auch mal die Bremsen lösen, wie ich finde. Dann ein Stück Wasserstoff, was hinzukommt mit 20%, was ja von der Beimengung gar kein Problem ist, habe ich schon 50% erneuerbare Energien. Den Rest holen wir vom Dach oder aus dem Quartier. Das ist der entscheidende Punkt. Die Lösung besteht darin, dass man die Kuvarturen entsprechend nutzt. Also viel Styropor vor der Wände muss man nicht unbedingt haben. Die Heizung von der Fensternische verlegt in den Fußboden wird auch teuer. Deswegen kann man sehr viel machen in der technischen Gebäudeausrüstung. Und ich glaube, dahin geht der Weg. So verstehe ich jedenfalls das 65%-Ziel und bin auch bereit dafür, das in den folgenden Gesprächen rund um das Gebäudeenergiegesetz dann auch entsprechend so einzubringen. Ich bin tatsächlich für Technologieoffenheit. Ein Schlüssel für die Nutzung von grünen Gasen und insbesondere eben auch Wasserstoff könnten die sogenannten kommunalen Wärmeplanungen sein, die die Politik ja fordert. Wie könnten diese aussehen und welche Rolle könnte Wasserstoff dabei spielen? Wir sind verpflichtend, wir werden das jedenfalls verpflichtend machen, weil wir sagen aus dem Koalitionsvertrag heraus, dass das die Möglichkeit ist, kommunale Eigenheiten und Gegebenheiten mit einzubringen. Das ist ja vollkommen klar. Es wird die Kommune geben, die verfügt über viel Wind. Warum soll die den Wind nicht einsammeln und daraus Wasserstoff machen, nämlich die Elektrolyse bei der Windanlage steht. Umgekehrt kann es aber sein, dass Biomassen eine Rolle spielen könnten im Sinne von Abfällen und Reststoffen, die nicht anders verwertet werden können. Beispielsweise bei uns in Düsseldorf in meinem Wahlkreis besteht schon seit langer, langer Zeit eine Fernwärmeversorgung in meinem Wahlkreis in Düsseldorfer Süden und die wird eingespeist über eine Holzpellet-Anlage, eine zentrale Anlage, die aber wiederum kommunal ist, weil sie ja über die Stadtwerke betrieben wird. Insofern auch wieder ein wunderbares Beispiel für Wertschöpfung, was man im System halten kann. Denn mit den Gewinnen, die da entstehen, werden natürlich auch Bibliotheken, Schulen, Schwimmbäder gebaut und erhalten. Insofern alles richtig. Ja, wir brauchen die verpflichtende kommunale Wärmeleitplanung, damit wir das Richtige machen und nicht glauben, dass one size fits all, wie das oftmals uns auch hier in Berlin begegnet, dann durchschlägt. Nein, die Wahrheit ist, es ist eine breite Autobahn mit vielen Spuren. Herr Rimkus, die Gaswirtschaft hat unlängst einen GTP, das steht für Gasnetztransformationsplan, vorgelegt. Für den Bereich Strom und auch für Wärmenetze gibt es solche langfristigen Strategien schon lange. Wie bewerten Sie diese Initiative der Gaswirtschaft und sollte diese von der Politik unterstützt werden? Ja, absolut. Ich finde das genau richtig. Wir müssen mit dem Asset, wie ich ja schon sagte, richtig umgehen. Das Gasnetz ist vorhanden. Wir haben 550.000 Kilometer in Deutschland. Es wäre fatal, wenn wir es nicht nutzen würden. Aber sehr wohl muss man auch natürlich sehen, dass wir bei Neubaugebieten beispielsweise, wo wir mit modernsten Gebäudestandards arbeiten können, da wird möglicherweise gar kein Gasnetz mehr verlegt werden. Das ist durchaus denkbar, da wird man möglicherweise mit Stromleitungen zurechtkommen. Ich baue ja seit 44 Jahren in Düsseldorf Stromnetze, deswegen weiß ich, dass es eine Lösung ist, aber wir haben halt keine Kupferplatte. Deswegen braucht man immer ergänzend etwas. Das wird innenstadtnah oder in dem Fall, was ich eben erzählt, im Düsseldorfer Süden, wird es eine Fernwärmeversorgung sein können, also wo man dann warmes Wasser durch die Rohre schickt. Aber dazwischen brauchen wir eben das Gasnetz. Und wir brauchen es vor allen Dingen deswegen, weil es eben notwendig ist, auch sozial abgefedert mit den Kosten umzugehen. Das macht hier überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich eigentlich mein Gebäude abreißen müsste, um es energetisch fit zu machen für die Stromseite. Da sage ich nein. Wir werden
Wir werden das Gas und die Infrastrukturen brauchen. Insofern wird das jetzt ein Zusammenspiel geben müssen. Und ich glaube, dass der Krieg, dieser schreckliche Angriffskrieg von Putin, dass der jetzt uns wie unter einem Brennglas aufzeigt, dass es nicht in Ordnung wäre, Technologien auszuschließen. Ganz im Gegenteil, ich sehe das bei mir zu Hause und freue mich auf die Zeit, wenn ich mit meinem Kessel und mit den Beziehungen, Lieferungsbeziehungen und ein paar Ergänzungen im Quartier, wenn wir da gut zurechtkommen. Deswegen die Eigenheiten, die natürlichen Gegebenheiten nutzen und das Richtige machen. In der Stadt wäre es möglicherweise auch viel, viel nutzbare Sonnenenergie auf den Dächern. Ich finde, das ist auch mal so ein Punkt, den man mit hineinziehen muss. Da kann man eine ganze Menge Heizenergie beziehen. Es gab seitens der Politik auch die Forderung in Richtung der Versorger, man solle sich auf den Rückbau der Gasinfrastruktur vorbereiten. Volkswirtschaftlicher Wert dieser Infrastruktur 200 Milliarden Euro. Was halten Sie von solchen politischen Aussagen? Also man hört im März eine ganze Menge und im Mai hat man auch einiges gehört. Ich glaube, der Mai war der Mai, jetzt haben wir September. So etwas wird wohl hoffentlich nie wieder gesagt. Jedenfalls erwarte ich gerade auch aus Ministeriumsebene und aus Führungsebene, dass aufgezeigt wird, dass Transformation notwendig ist, aber gleichzeitig eben dann auch, ich kann es nicht anders sagen, dass das Asset eben auch verwendet wird. Was man manchmal an Blödsinn hört, dass man Gasrohre rausreißen möge und wenn man das nicht kann, hat man ja Schutzrohre für die Glasfaserkabel. Das zeigt die ideologiegetriebene Debatte an. Ich beteilige mich in dieser Form an der Debatte nur, dass ich sage, sie muss aufhören. Bertrand Schmidt, CEO der BDR Termea Group. Herr Schmidt, Sie haben sämtliche heiztechnischen Lösungen im Portfolio. Angesichts der aktuellen politischen Debatte, wohin geht bei Ihnen im Unternehmen die Reise? Setzen Sie alles auf eine Karte, sprich auf die Wärmepumpe, oder doch eher auf einen technologieoffenen Lösungsraum zur Umsetzung der Wärmewende? Also die kurze Antwort ist einfach natürlich auf alle. Denn wer nur auf eine Lösung geht, hat dadurch auch nur Nachteile. Heute ist es so, wir sind uns alle einig, es gibt seit dem Pariser Klimagipfel eine klare Vorgabe, die wir anstreben in der Europäischen Union, die Erwärmung, die wir in Europa haben, auf 2 Grad zu reduzieren. Dafür müssen wir sehr viel tun, denn 30% der CO2-Emissionen, die in einer modernen Volkswirtschaft erzeugt werden, kommen von Wärmeerzeugern im Markt. Das heißt, wir haben in Europa 100 Millionen, in Deutschland ungefähr 21 Millionen Wärmeerzeuger, die irgendwann mal ersetzt werden müssen und die deutlich verbessert werden müssen in ihrer CO2-Ausstrahlung. Wenn wir uns dabei nur auf eine Technologie setzen, dann wäre das natürlich erstmal der erste Gedanke, die Wärmepumpe. Und die Wärmepumpe ist eine tolle Technik. Und wir haben in unserer Zeit auch als Unternehmen oder auch als Branche einen großen Wandel mitgemacht. Man muss sich einfach vor Augen führen, wir haben mal mit Kohle geheizt, dann früher ganz früher mit Holz. Wir haben dann angefangen, Ölheizungen zu haben. Wir haben die auch mit Brennwert und Heizwert gehabt. Und wir haben das Thema Gas gebracht. Und heute haben wir die Wärmepumpe. Das heißt, all diese Technologien haben wir als Branche oder auch wir als Unternehmen entwickelt und in den Markt gebracht. Das heißt, wir kennen die Vorteile, aber wir kennen auch die Nachteile. Denn eine Wärmepumpe ist ein fantastisches Produkt. Aber auch eine Wärmepumpe hat in bestimmten Gebäudebestand natürlich große Probleme, das Ganze im richtigen Komfort zu liefern. Auf jeden Fall für einen vernünftigen Preis. Deswegen setzen wir auf verschiedene Technologien, einmal auf die Wärmepumpe, auch die Hybridtechnologie sehen wir, aber natürlich auch auf den Wasserstoff. Herr Schmidt, im Gespräch mit MdB Rimkus ging es im Kern sehr stark um das Thema Wasserstoff. Frage, welche technischen Lösungen bietet denn die Heizungsindustrie heute schon, um Wasserstoff entsprechend im Wärmesektor einzusetzen und welche wird es künftig noch geben? Also vielleicht nochmal ein Wort dazu. Es gibt ja immer die Frage, was ist eine Gastherme? Ist das etwas Schlechtes an sich? Natürlich ist es das nicht. Es kommt immer darauf an, was man mit der Gastherme macht. Wenn man natürlich Methan oder Stadtgas verbrennt, dann erzeugt man dadurch CO2. Was wir vermeiden können, indem wir grüne Gase oder auch Wasserstoff verwenden. Insofern ist Wasserstoff ein fantastisches Produkt, denn er erlaubt uns kein CO2, sondern einfach Wasser zu erzeugen, wenn er verbrennt. Was ist mit Wasserstoff passiert? Wir haben als Unternehmen schon 2019 auf der Messe in Frankfurt das erste Produkt vorgestellt, das mit 100% Wasserstoff betrieben werden kann. Dann haben wir anschließend Feldversuche gemacht, im selben Jahr in der Nähe von Rotterdam den ersten Feldversuch, der heute noch läuft und erfolgreich ist. Und wir haben in den letzten Jahren ungefähr knapp 100 Produkte draußen im Markt, die wir sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland, Frankreich,
und in Großbritannien im Einsatz haben. Wir denken, wir können beweisen heute, dass die Technik funktioniert, dass sie sicher und zuverlässig ist. Denn die Thermen, die wir installiert haben, die den Wasserstoff meist aus grünen Quellen erhalten, funktionieren einwandfrei. Die Nutzer wissen gar nicht, dass wir Wasserstoff benutzen, aber wir wissen es. Und das heißt, der CO2-Footprint ist hier sehr günstig. Aktuell gibt es ja auch eine Debatte darüber, dass der Wasserstoff nur in bestimmten Sektoren zum Einsatz kommen soll. Wie bewerten Sie das? Ich würde mal erst mal sagen, ich bin im Prinzip gegen eine staatliche Planung von in der Zuordnung von Ressourcen, weil wir in der Vergangenheit festgestellt haben, wenn man das ein bisschen dem Spiel der freien Kräfte überlässt, gibt es dadurch bessere Lösungen für die Menschen. Wir hören, dass es im Schwertransport oder auch in der Schwerindustrie besser aufgehoben wäre, den Wasserstoff zu verwenden, den wir heute haben. Was dafür spricht, den Wasserstoff in der Heizung zu nutzen, ist, dass wir heute schon bereit sind. Also wir haben Produkte, die heute funktionieren. Wir haben bewiesen über die Feldversuche, dass sie zuverlässig und sicher sind. Und wir können relativ schnell in den nächsten 2 bis 3 Jahren die Produktion aufbauen. Das nächste Argument, das ich dabei sehe, ist, dass wir heute in der Heizungsindustrie, in der Verbrennungstechnik weltweit führend sind. Das heißt, Europa und in diesem Fall auch Deutschland stellt die ganze Technik zur Verfügung, die wir für die Verbrennungstechnik haben. Und das letzte Argument, das ich noch sehe, ist, wir können heute mit den ca. 60.000 Handwerkern, die wir in Deutschland haben und auch weiter brauchen, haben wir eine Mannschaft von Leuten, die in der Lage ist, Gasthermen zu installieren. Und die sind relativ einfach umzuschulen auf das Thema Wasserstoff, was beim Thema Wärmepumpe ein bisschen schwieriger ist. Herr Schmidt, Sie sind nicht nur CEO der BDR Thermea Group, sondern auch Präsident des Europäischen Heizungsverbandes EHI. Von daher haben Sie einen guten Überblick über die europäische Situation. Welche Chancen rechnen Sie sich für den Wasserstoff im europäischen Wärmemarkt aus? Ja, danke für die Frage. Es ist ein Thema, das nicht nur Deutschland betrifft, sondern wirklich Europa. Und ich denke auch, dass die Europäische Union hier eine große Rolle spielt. Was wir im EHI machen, wird immer sehr eng abgestimmt mit den nationalen Landesverbänden, also in dem Fall auch mit dem BDH hier in Deutschland. Das Ganze baut miteinander auf und wir haben maßgeblich an den ganzen Direktiven, die heute auch aus Europa kommen, mitgearbeitet. Wir sind da sehr konstruktiv tätig. Was wir auch gemacht haben, um zu wissen, was ist denn eigentlich das Richtige für den Markt? Wir haben eine Studie, einen Auftrag gegeben bei einem renommierten Unternehmen, Guidehouse. Und diese Studie hat 2 Szenarien betrachtet. Das Szenario Nummer 1 war, was ist denn, wenn wir alles elektrisch machen? Wir machen alles elektrisch und alles mit Wärmepumpe. Und das Szenario 2 war, wir machen natürlich schwerpunktmäßig Wärmepumpe, aber wir nutzen alle Technologien, die wir heute zur Verfügung haben. Und das Ergebnis ist, dass beide Szenarien zum Ziel führen. 2050 können wir Europa tatsächlich dekarbonisieren. Der große Unterschied zwischen den beiden Studien ist, wie viel sie kosten. Das Szenario 1 kostet X und das Szenario 2 kostet X minus 520 Milliarden Euro. Das heißt, wir können dadurch, dass wir alle Technologien nutzen, die wir zur Verfügung haben, einschließlich Hybridlösungen, einschließlich Wasserstoff in der Kombination, das heißt, wir können viel angepasster an den Gebäudebestand gehen. Wenn wir das tun, wird das Ganze sozialverträglich. Wir kriegen eine schnellere Penetration und erreichen das Ziel 2030, das Fit for 55, erreichen wir schneller, als wenn wir rein auf Elektro einsetzen. Das Ganze liegt daran, dass wenn ich ein Netz komplett elektrisch mache, ich das Netz auf die Spitzenlast auslegen muss. Und das ist ein sehr teures und aufwendiges Verfahren. Das können wir mit einer Lösung, wo wir alle Kombinationen nutzen, nämlich Elektro, wo es Sinn macht, und dann Hybridtechnik und Wasserstoff, wo es besser ist, deutlich schneller machen. Der BDH hat vor einigen Monaten ein Strategiepapier vorgelegt, Zielbild Wärmemarkt 2045. Darin wird der Pfad hin zur Klimaneutralität im Wärmesektor, im Gebäudesektor skizziert. Frage, welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Wasserstoff? Ja, vielen Dank für die Frage. Bei dem Strategiepapier setzen wir auf mehreren Aspekten an, um die Klimaneutralität zu erreichen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist dabei der Wasserstoff, der in diesen Aspekten eine wichtige Rolle spielt. Um das kurz aufzuzählen, wir brauchen eine beschleunigte Modernisierung des Heizungsbestandes. Wir brauchen die direkte Einbindung erneuerbarer Energien über Biomasse zum Beispiel oder auch die direkte Verwendung von erneuerbarem Strom in Wärmepumpen.
Wir brauchen grüne Energieträger, gasförmig und flüssig. Und zuletzt brauchen wir eine erhöhte Sanierungstätigkeit, um die Gebäude auf den energetischen Stand zu bringen, den sie brauchen, dass weniger Energie verbraucht wird. Ganz konkret, welche Forderungen hat die Heizungsindustrie an die Politik in puncto Wasserstoff? Welche Weichenstellungen müssen jetzt vorgenommen werden, damit Wasserstoff Bestandteil des Lösungsraums wird? Im Wesentlichen haben wir momentan ja die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes vor uns, die im Koalitionsvertrag bereits angekündigt wurde, wo es lautet, dass mögliche Heizungen, die neu eingebaut werden, zu möglichst 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. Und wir glauben, dass in dem Punkt die volle technologische Breite der verfügbaren Lösungen notwendig sein wird, um praktikabel und auch bezahlbar diese Wärmewende hinzubekommen. Also ganz spezifisch bei der 65%-Anforderung die grünen Gase mit einzubeziehen, wobei Wasserstoff eines der grünen Gase ist, um die es da geht. Auf der anderen Seite brauchen wir dringend auf der Angebotsseite einen schnellen Wasserstoffhochlauf. Das betrifft sowohl den internationalen Handel, aber auch die heimische Erzeugung. Damit müssen wir heute anfangen, damit wir in den nächsten Jahren auch diese Wasserstoffmengen in allen Sektoren zur Anwendung bringen können. Der Wärmemarkt ist ein wesentlicher Enabler für die Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft, weil sie eine gesicherte Nachfrage diesem Angebot entgegensetzt oder gegenüberstellt. Das war eine weitere Ausgabe von Warm Up. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie ein Like da, teilen Sie diesen Beitrag oder kommentieren Sie fleißig mit. Bis zum nächsten Mal.